Das neue DLC für Destiny ist jetzt draußen. Leidvoll. Und ich hatte die Ehre, zusammen mit HolyLP und Zombie das neue DLC zu spielen. Und wir haben fast 2,5 Stunden uns wirklich damit gut beschäftigt und hatten echt viel Spaß. Und ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall raus an Bungie, die das ermöglicht haben, die das auch gesponsert haben, den Stream, genauso wie jetzt auch das Video. Aber natürlich geht auch ganz, 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 ganz viel Liebe an euch raus, da ihr mir das sozusagen ermöglicht habt. Und ich danke euch für diesen riesigen Support. Und ich hoffe, dass in Zukunft noch weiterhin solche Projekte gestartet werden können. Das hier ist jetzt halt noch ein kleiner Zusammenschnitt aus der ersten Story-Mission. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und wenn ihr Destiny 2 noch gar nicht gezockt habt oder früher mal gezockt habt und jetzt wieder mal Lust habt reinzuschauen, habe ich einen Link für euch in der Videobeschreibung. Das ist der erste Link. Und dort könnt ihr Destiny 2 kostenlos spielen. Mit Cross-Save und Cross-Play auf allen Plattformen verfügbar. Und ihr könnt auch die erste Story-Mission, die wir jetzt gerade dann spielen, genauso wie den neuen Planeten Neomuna besuchen im Free-to-Play-Modell. Gut, dann höre ich jetzt auf zu quatschen und lasst euch mal schauen. Ja, genau. Ja, jetzt kannst du auf Gegner schießen, Holly. Let's go. Zeig, was du noch weißt. Einfach alle Tasten drücken und hoffen, dass da irgendwas schön in die Luft fliegt. Die Pyramidenresonanz schirmt die Kabale ab. Eine weitere Waffe des Zeus. Okay. Und ich spring einfach auch alle in die Luft. Dafür sind die Dinger da. Aber werdet ihr jetzt zum Beispiel eigentlich auf mein Level gebracht oder seid ihr jetzt einfach super krass stark? Nee, es ist. Willst du sagen? Nö, mach du ruhig. Okay. Die Story hat halt ein vorgegebenes Level. Und je nachdem. Diese 1600 oder was? Nee, das ist bestimmt was anderes, ne? Ich glaube, das waren irgendwas mit 17 oder so. Leider sieht man es gerade nicht. Man sieht es halt, wenn man es startet. Und je nachdem. Ich glaube, wir müssen, oder? Wo müssen wir? Hier da hoch. Und also wenn alle werden auf ein Level gebracht dann? Okay. Nee, nicht ganz. Also das Level, die Story hat halt ein Level. Und entweder sind wir da drüber. Entweder sind wir halt komplett da drunter oder ab einem gewissen Grad sind wir gecapped. Das heißt, wir können nicht höher als dieses gecappte Level gehen, damit die Story halt auf Legendär, wie wir sie gerade spielen, halt auch schwer bleibt. Ach ja, mein Ult. Oh Gott. Mates! Ja, wir sind jetzt da. Mates. Achso, mein Ult-Knopf. Verdammt, ich hab's vergessen. F. Sicher? Okay. Müsst du? Ja. Jawohl. Ja, das Gunplay macht halt super viel Spaß. Das ist richtig geil in Destiny. Ja. Ja, Sounddesign ist auch super, Musik ist super. Yes. So, haben den Schlüssel geholt, die Tür öffnet? Ja, genau. Außerdem hast du von dem nahen Gegner auch noch Symbole. Grau bedeutet easy, schwer bedeutet herausfordernd. Totenkopf heißt oh shit und 2 Fragezeichen bedeutet, du kannst rein gar nichts ausrichten. Genau, ja. Wenn der Zeuger eine Verbindung zum Schleier herstellt, wird das ganze System untergehen. All unsere Verluste wären zwecklos gewesen. Was war das für ein Greifhaken? Das sah cool aus. Das ist von der neuen Subclass. Selbst wenn ihr geblieben wärt, hättet ihr keine Chance. Den kriegst du auch noch gleich. Okay, okay. Oder bist du wie ich auch? Das ist unsere einzige Hoffnung, den Zeugen zu überleben. Ich schicke euch meine Position. Kommt zu diesem Schiff. Wir müssen einen Weg finden, um zur Oberfläche zu gelangen. Ist es schon kaputt? Ja. Ach so, weil es noch golden leuchtet, okay. Methode, um vielen Dank für die Frage. Aber der NPC hat ja geredet und gesagt, gut gemacht. Nein, gut. Nein, meine improvisierten Tricks haben eine hohe wo sind die Kisten mit dem Loot? Ach, da. Kommt einfach hierher. Schnell. Ja, okay. Hüter gefallen. Oh. Oh. Ja, das ist jetzt nicht so gut, ne? Aber warte mal, ich kann einfach weitermachen. Nee, ich hab's nicht geschafft. Wo ist Zombie? Zombie, genug mit Community geredet. Was, ein Dreifachsprung? Du hast einen Dreifachsprung, genau. Kannst du entscheiden in deinem Menü, was du equipped hast. Aber du hast wahrscheinlich den Dreifachsprung ausgerüstet, den habe ich auch. Hm. Schwächt die mal alle da drüben. Mhm.
Wahrscheinlich ist sie direkt runtergefallen. Ist das eine neue Fertigkeit, ein neuer Fokus? Ja, genau. Strand ist ein neuer Fokus, den man ausrüsten genau. kann. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Ult macht, aber ich glaube, sie schwächt sie auch. Wer hat das fast erschossen? Ich glaube, du bist doch irgendwie reingeflogen. Autsch. Okay, und das war auch so eine Lichtfähigkeit, dass du sie in der Luft halten kannst? Ja, ist eher eine Dunkelheitsklasse. Aha, okay. Beziehungsweise, sie ist nicht wirklich Licht, aber auch nicht wirklich Dunkelheit. Aber das erfährt man halt so ein bisschen hinterher noch in der Story. Was das auslöst, dass wir diese Fähigkeit haben. Aber es ist die DLC-Fähigkeit. Genau, also man braucht schon das DLC auf jeden Fall. Oh je. Hilfe, bin vielleicht gestorben. Ja, Hexe kommt. Ja. Vielleicht hat mich ein Kabal zertreten. Oder zum Wiederholen. Auch ganz nett. Es hängt da. Ich kann es. Ah, jetzt kann ich reinpieksen. Jetzt wehrt er sich nicht. Ja. Dann müssen wir. Und überall gehen jetzt die Türen zu. Juhu. Ich bin fast bei den Rettungsbots. Wo seid ihr? Wir stecken fest. Wir müssen einen anderen Weg finden. Mach ihn kaputt. Ja, ich füll den ein bisschen ein, ich piek's den ein bisschen. Bisschen ärgern. So, Holly. Ja, ich bin hinter ihm gespawnt. Und hab ihn ein bisschen abgelenkt, ja. Wo müssen wir lang? Da oben. Meisterhaft. Mein Sprung, oder was? Ja. Ja. Ich hab noch nie jemanden besser nach oben klettern sehen. Oder? Ich wollte es nicht sagen, ja. Hier hin. Güter gefallen. Ach so, okay. Ah, ja, okay. Hast alle eh getötet. Perfekt. Chat fragt, wie krass muss man sein, um auf Legendär spielen zu können? Geht das als Casual überhaupt? Machst du doch gerade. Ja, ich spiele als Casual, okay. Man kann es schaffen auf jeden Fall, besonders jetzt die Lightfall-Kampagne, weil die sehr auf Fähigkeiten aufgebaut ist und alles. Mhm. Deswegen sollte es jeder klarkommen. Es kann wahrscheinlich schwerer sein. Wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat und so und weiß, wie alles im Spiel funktioniert, kommt man besser klar, aber unmöglich ist es nicht für neue Spieler. Aber man kann auch erstmal die Standard-Kampagne spielen, um ins Spiel reinzukommen. Genau, man kann legendär. Die Legendär-Kampagne immer jederzeit wiederholen. Genau. Sonst was? Hab ich was vergessen? Hallo, ready? Nee, ich glaube nicht. Let's go. Immer ready. Immer ready. Oh, Leben ist wieder. Licht ist wieder eingeschränkt. Genau, jetzt sterben wieder doof. Was ist das? Was ist was, Holly? Irgendwas ist explodiert und ich habe nicht verstanden. Aber egal. Ich lebe noch. Diese Kabale, manche Kabale tragen sowas auf dem Rücken und wenn die sterben, droppen die da diesen Buff. Du kannst den aber auch in der Luft abschießen, bevor er auf dem Boden landet. Ach so, okay. Muss ich mal drauf achten. Ja. Die spinnen da so ein bisschen lustig durch die Luft, dann kannst du da drauf schießen währenddessen. Okidoki. Das war easy. Und jede Kampagne kommt halt mit eigenen Raids und Dungeons und alles. Ja. Gibt, glaube ich, auch ein paar Dungeons, die kostenlos sind. Ja. Und als neuer Spieler kriegt man, glaube ich, im Epic Game Store ein DLC umsonst. Sogar so ein Dungeon. Also lohnt sich dann darüber anzufangen. Und ja, und dann kann man ja woanders weiterspielen, ne? Weil es ja. Ja, genau. Cross-Progression, genau. Cross-Progression, ja. So, wir haben eine Schlüsselkarte für die Tür da vorne. Oh boy. Oh. So, und diese Quäler hier, also der Böse hier. Boah, ich bin gleich sowas von tot. Ist halt auch ein neuer Gegner, der jetzt mit dem DLC dazugekommen ist. Der kann halt einen packen und das Licht aussaugen und meistens ist man dann tot. Achso, also wird das zu einem normalen Gegner jetzt, dieser Boss-Gegner? Ja, die tauchen zwischendrin einfach mal mitten in irgendwelchen Fights auf. Ja, aber jetzt nicht so häufig, dass es halt so Standard-Gegner zählt. Man merkt schon, wenn die da sind auf jeden Fall.
Ja, wenn die da sind. Schwachstelle ja. auf den Schultern? Hatte er, ja. Hatte jetzt er, ne? Hat er auf okay. der Brust. Dann ist klar, jetzt alles ist auch was leuchtet. Da, nachdem die Schultern kaputt sind. Okay. Genau, der hat manchmal so manche Angriffe, wo er auf dich springt und so. Da sind sogar deine ganzen Fähigkeiten kurz deaktiviert, wenn er das macht. Dann kannst du keine Granate mehr machen, kein Ausweichen und so. Da musst du aufpassen. Ich hab mich kurz unsichtbar gemacht und versteck mich. Ja, ich lass mich mal kurz von dem packen, der umarmt mich ein bisschen. Oh ja, viel Spaß euch. Aua. Ja, danke. Ich hol ihn. Ja, ist gerade auf mich. Ich denke ihn ab. Mhm. Dankeschön. So, ich schwäche ihn einmal mit meiner Ult. Vielleicht bleibt er dann mal ein bisschen stehen. Kriegt noch ein bisschen Eis ab, der Junge, und dann wird er mit meiner Glebe gepiekst. So. Perfekt. So, dann geht's so. Jetzt weiter. Ja, es gibt auch jetzt Loadouts, Holly. Kannst du dir vielleicht einmal ganz kurz zeigen? Beeilung. Ja, okay, meine Loadouts, ja. So schlimm kann. Tschüss, Osiris. Wenn du mit F1 das Inventar öffnest. Ja. Links am Rand kannst du da so hinklicken, Loadouts. Genau. Mhm. Ach so, ja, du kannst deine Loadouts speichern jetzt. Das ja, genau, neu. Du kannst es speichern, es merkt sich auch genau, welche Subklasse du ausgewählt hast, also welchen Fokus, Void oder Solar oder Arc und welche Waffen du hast, welche Rüstung du hast. Kannst du dir direkt so ganze Sets speichern für verschiedene Aktivitäten und sowas. Ja, hast auch erstmal hier direkt 6 und dann nochmal 4 extra zum Freischalten, okay, cool. Genau. Die 4 extra habe ich zum Beispiel auch schon freigeschaltet, das kann man nach der Kampagne dann so machen, wenn man ein bisschen... Licht, ja, das fand ich, das ist super, ein bisschen zu testen, weil das hatte ich beim letzten Mal zum Beispiel, als ich meine Void-Fähigkeiten geändert hatte. Das wird ja auch gespeichert, ne? Ja, genau. Da war ich dann so ein bisschen, ich will jetzt nichts Neues testen, weil ich keinen Bock habe, rumzuklicken wieder und das Alte zu holen. Das ist perfekt jetzt. Einfach ja, das genau. Set wieder neu laden. Super. Ja. Genau, das kam jetzt neu mit der Erweiterung. Und später kommt auch noch innerhalb des Jahres irgendwann so ein LFG-Tool ins Spiel, dass man da auch Raid-Gruppen und sowas suchen kann. Also Dämmerung und solches, ja, genau. Okay. Ja, dann macht's gut. Ich steige jetzt ins Flugzeug, ja? Okay, viel Spaß okay. in deinem Flugzeug. Gehe ich ins zweite. Ich ins letzte. War. Achso, das ist da, wo wir rumgefahren sind mit unseren Fahrzeugen. In dem anderen DLC, wo du mich in den Abgrund stürzen lassen hast? Ja, ne? Nein. Da waren wir in der Thronwelt von Savatou. Ich schau dich dir doch an, erinnerst du dich an hier? Hallo? Ich habe Osiris nee, ich meine nicht das, aber das ist so ähnlich, so aufgebaut. Achso, ja, genau, ähnlich aufgebaut. Ja, genau. Gehört ihr zu den Eindringlingen? Wir sind Hüter. Okay, ich dachte schon. Ja. Ist das der Waldzombie, wo wir waren letztens? Ist das die Thronwelt? Ich glaube. Ja? Oh, Holly? Ich hab gerade gefragt, wo du bist, auf einmal landest du tot neben mir. Ja, ich hab halt Hexe gesehen, wie sie da hier sich dran festgehangen hat. Habe ich das jetzt auch, diese Fähigkeit? Nein, noch nicht. Okay. Aber die bekommt man in der Kampagne halt immer wieder zum Spielen. Ja. Ja. Wäre echt lustig, wenn wir die in den nächsten 2-3 Minuten auf einmal bekommen würden. Das wäre so krass. Ich glaube, das ist sogar so. Aber so richtig so. Ja, geil. Ja, was wolltest du sagen? Also wir können die halt in der Kampagne immer wieder die ganze Zeit spielen und das macht doch richtig Spaß und ist auch ziemlich hilfreich an einigen Stellen. Und wenn wir dann die Kampagne fertig haben, zur Belohnung, bekommen wir dann auch die Subclass wirklich komplett frei und können die überall nutzen. Ja, okay, und wo gehen wir jetzt hin? Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt keine Mission. Wo würde ich jetzt hingehen? Jetzt wäre ich so ein bisschen überfordert, würde ich alleine spielen. Du holst deinen Geist raus. Ich hole meinen Geist raus, okay. Finde und rette Osiris. Okay, und ach, da hinten. Genau. Ja, alles klar. Genau. Der will für den Oberbösewicht was hier holen auf dem Planeten. Für den Oberbösewicht? Okay. Den hat man in der Intro-Cutscene gesehen, die du nicht gesehen hast. Ja, tut mir leid. Ich wollte halt sicher gehen, dass es läuft. Machst am besten beim nächsten Mal einen zweiten Charakter oder so? Ja. Hallo? Ich guck's mir gleich auf YouTube an. Was definitiv. Jo. Mein Gott, er hat ja gar keine Chance, der Arme. Der wurde aber komplett gelöscht. Osiris, meine Sensoren erfassen eine Anomalie. Oh, was haben wir denn da? Wir überprüfen das, solange die Luft rein ist. Was ist das denn? Ist das eine Fähigkeit? Verstanden. Ich muss jetzt auch anmerken, dass es hier drin mal nach innen. Ziemlich eng ist. Was ist das denn?
Drücke Würfel eine Fadenspitze. Oh, es hat sich jetzt alles geändert bei mir. Ja. Ja. Das kannst du wieder fangen, das Messer, wenn es zurückkommt. Du musst ja nochmal einen Nahkampf drücken. Okay. Wow. Wenn du das fängst, dann kriegst du halt so ein bisschen Nahkampf zurück, dass du es schneller wieder einsetzen kannst. Du kannst es so auf Gegner werfen, das zippt so automatisch durch ganz viele Gegner durch und dann kommt es zurück. Oh, ich hab's. Hab ich's gefangen? Ich hab's nicht gefangen. Ja, das Timing ist da. Muss man ein bisschen üben. Ich hab's auch nicht direkt hingekriegt am Anfang. Aber was passiert nochmal, wenn ich's fange? Woran merke ich das? Das fliegt auf dich zurück und es leuchtet so einmal weiß. Da, genau dann musst du da Nahkampf drücken. Dein Charakter genau, macht auch nochmal so eine Animation, dass es auch fängt. So gesehen. Genau. Richtig. Ah, okay, und das bringt was? Er ist einfach schneller wieder einsatzbereit? Genau. Richtig. Okay, auf Q hast du sonst jetzt deinen Grapple, ne? Ja, genau. Den kannst du überall dranhängen. Du kannst den an meine Fahrzeuge dranhängen, wenn ich rumfahre. Du kannst es an mich dranhängen. Krass. Ich kann mich an dich hängen, ui, und einfach um dich herumschwingen und du schwingst so rein. Mach das nochmal. Ja, diese Fähigkeiten fühle ich aber direkt viel mehr als die anderen Fähigkeiten, die dann dazu zugekommen sind, bei dem anderen. Das waren, glaube ich, diese Orangen, ne? Die Orangen, die wurden nur, die hatten nur so ein Rework so ein bisschen. Ah, Rework, ja. Recht ähnlich, ja. Ja, die hier fühle ich schon mehr. Ich habe noch keine Ahnung, was ich auf das hier habe. Ach, ist so ein Ausweichsprung, okay. Guck mal F. Das ist deine Ult. Du kannst mit Linksklick so wild um dich schlagen, mit Rechtsklick machst du einen riesen AOE-Ding. Stimmt, ja. Ach du Kacke, okay. Das ist richtig stark. Was zum Teufel? Das war so ein kleiner Hubschrauber. Das ist die Ult. Das ist richtig cool. Ja, und die kann man auch nochmal austauschen, ne? Das sind ja nicht die einzigen drei grünen Fähigkeiten jetzt. Die Ult kann man nicht wechseln, aber nee. Bei den anderen Sachen gibt es noch Abilities, die man einsetzen kann. Wie fällt man denn runter beim Jäger? Man kann doch so auf den Boden runterstürzen, oder? Haben wir das noch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Also es ist normalerweise, wenn ihr in der Luftzeit und doppelt eure Ausweichfähigkeit drückt. Nee, habe ich noch nicht scheinbar. Was macht denn diese Ausweichfähigkeit? Wirklich nur ausweichen oder irgendein Vorteil? Nur ausweichen, Waffe nachladen, ja. Ah, okay. Ja, ausweichen oder halt, wenn man es hinterher freigeschaltet hat, so wie ich, dass man von oben runter auf die Gegner fallen kann und die dann halt in der Luft so gefesselt sind. Und noch ganz wichtig, wenn du dich mit einem Greifhaken an Gegner ranziehst, kannst du boxen. Du kannst Nahkampf drücken. Genau. Zieh dich mal an den Gegner ran und drück dabei. Hab ich gerade gemacht? Nee, das war ein Finisher. Ich hab ihn gefinisht. Sekunde. Ja. Nee, den da. Genau, dann machst du so ein Boxen. Das macht so einen riesen AOE-Schaden und schwächt die alle. Ja, ich bin tot. Und vor allen Dingen kostet das auch keine Nahkampfenergie. Achso, meine Nahkampfenergie. Ja, ist die du zurückkriegst, wenn du das Messer wirfst da. Okay. Noch eine Sache ist das hier. Guck mal, heb das mal auf. Kann ich nicht. Warum? Doch, E. Auch E aufheben. Achso, ich dachte durchlaufen nur. Wenn du das wirfst, kannst du dein Grapple dranhängen. Also wirf und dann drück Q. Okay, ich werf's und Q. Okay, hab ich gemacht. Spiel. Ja, aber du kannst dich so durch die ganze Map werfen und behältst den Greifhaken dabei. Ja, okay. Es kostet nichts dann. Diese Fäden entstehen, während man mit Strang kämpft. Okidoki. Warte, ich entführe dich mal. Wo bist denn du? Da oben. So, töte ihn mal, Holly. Mach dich fertig. Ja, warst tot. Hast deinen Finisher gefunden, nice. So, jetzt kommen wir zu dir. Ah, oder du hast doch einen gemacht. Ja, egal, bin bei dir. Jetzt ist er despawned. Warte, hab 9. So, ich werf den mal und dann können wir uns beide da dranhängen. Bist du bereit? Wohin wirfst du das Ding? Ich seh dich überhaupt hier nicht, so, leider. Hier. Okay. Ach da, okay, ja. Okay. Kannst dich auch an mich dranhängen dabei. Ja, ich hab dich. So. Ja. Du sagst, ja, aber hüpfst uns hinterher. Ja, ich hab ich hab mich dran gehängt. Okay. Ich hab Streambeweis. Ich hab mich an Hexe rein. Okay, okay. Ah, haben wir eine Kette gemacht, ja? Ja. Sehr cool. Schön. Ich könnte ihr wirklich Hilfe geben. Aber du willst mir das DLC gerade in 5 Sekunden alles erklären. Ich muss ja. Mal klarkommen. Ich bin auch bei Q. Aber nur, dass dein Chat wenigstens alles sieht. Du kannst jetzt langsam machen. Setz alles ein, okay. Lass dir die Gegner am Leben. Chili, danke schön für deinen Krückstock wieder rausholen. Yeah. Also Messer fangen, ja? Sagst du? Gut. Ult hast du ja auch wieder die ganze Zeit. Mhm. Ich bin kein Gegner. Ach, das bist hallo. Du. Schießt dir mir einfach ins Gesicht. Komplett überfordert. Treff dich auf jeden Fall.
Ja, genießt die Fähigkeiten, die sind jetzt hier danach wieder weg, deswegen. Ach so. Ja, die Rolle würde ich austauschen, wenn das geht. Das kann man bestimmt nur mit irgendwas anderem. Irgendwann. Ja, scheinbar gibt's so, es gibt so einen Sprung nach unten, der alle in die Luft fesselt, wenn man neben den landet. Hm. Ja. Aber das Messer fängst du direkt hier, das Curry King, auch dir ja. Vielen Dank für den Follow. Au. Und tot. Nicht aus. Deine Vitalwerte sind im roten Bereich. Ja, die Fähigkeit kostet ziemlich viel Kraft. Noch. Noch. Doch, Chat, ich hing dran. Ich hing an irgendjemanden, eigentlich dran. Nicht an der Kugel, aber an irgendwas. Teile zum Fliegen? Nee, leider nicht, aber das wäre so cool. Ja. Wir haben Greifhaken und können durch die Luft fliegen. Genau. Wir brauchen nicht komische Bretter. Du bist schnell. Wir verschwenden ungern Zeit. Gut. Wir haben auch keine. Wir treffen uns beim Wachturm. Ihr versteht nicht, wir müssen zum Schleier gelangen. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht, Lichtträger. Mehr als du. Nicht alle haben mehr als ein Leben. No. Hm. Der hat auch nicht mehr als ein Leben. Dem sein Geist wurde kaputt gemacht. Yep. War echt unsensibel von dem. Ja, der hat auch super traurig geguckt, war richtig am Boden zu stehen. Hey, wie geht's? Josefert, ganz gut. Übrigens schreibt jemand, wenn du Mili gedrückt hältst, fängst du sie automatisch, sobald die in Reichweite ist. Also einfach gedrückt halten. Hoffe, bei dir auch alles gut. Ich hab nicht Jäger gespielt, so viel. So, jetzt kommt unser Big Boss, der sich jetzt verwandelt hat durch die Dunkelheit. Und um den geht's jetzt in diesem DLC. Genau. Ja. Es entspricht meiner inneren Schönheit. Und wie? Kostbare Macht. Ich sollte dankbar sein, dass diese Macht in mir erwacht ist. Darauf sollten wir anstoßen, nicht wahr? Oh, den kenne ich, aber woher? Der kam am Ende der letzten Kampagne. Ja, der hat süße Augen. Der Schleier ist nah. Aber du beherrschst ihn nicht. Die Tropen sichern ihn in diesem Augenblick. Die Neptunianer stellen mit ihrer Technologie keine große Bedrohung dar. Die finale Form wartet. Der Schleier ist der nächste Schritt. Du hast alles, was du wolltest. Imperator. Ich bin glorreich. Dank dir. Mein Zeuge. Finde den Schleier, damit ich diese Strapazen hinter mir habe. Ja genau, der Zeuge ist der Oberbösewicht. Genau, das Gegenspiel zum Reisenden. Augen? Der mit den Augen, genau.
Mit den Katzenaugen. Genau. Der guckt wie der gestiefelte Kater. Hallo. Okay, aber Fallschaden. Ja, dann hüpf vor dem Boden halt nochmal. Ach so, das ist. Ah, so geht das, okay. Und hüpfen. Vor dem Boden, nicht auf dem Boden. Au. Du hast es geschafft, du bist da. So. Ist einfach zu lustig, einfach aufzuprallen. Wir können unsere Service. Ist das ein Besen? Das ist ein Besen, ich brauche den Besen. Das ist ja voll Nimbus. Ich hol mal. Warte, ich hab so einen coolen. Wie holt man die? Kurz eine Arachnophobie-Warnung. Die Spinne. Schau dir meine Spinne an. Oh. Okay, die ist schon süß eigentlich. Ja, und schau mal, wenn beim Fahren die Beine fliegen so voll nach hinten. Okay, und wie kann ich meins rufen? Wie geht das? Tab, also Geist rausholen und dann E. Tab E. Ah. Aha. Okay. Wie kriegt man die Spinne? Zusammen mit dem... Die gab's an Halloween. Okay. Wie? Ja, so könnt ihr runter und ich nicht. Was hast du Shift gedrückt beim Fahren oder so? Nein, ich habe einfach nur runtergedrückt und habe dann ein Looping gemacht und in die Luft geflogen bin ich dann. Ja, aber man macht halt nur ein Looping, wenn man Shift dabei gedrückt hält. Wahrscheinlich hast du wahrscheinlich schon zum Boosten. Ja, wie boostet man denn? Rechtsklick. Oh,